Hallo an alle, ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Durch die zwei Rümpfe bleiben die Katamare widerstandsfähiger gegen Meereswellen, haben eine geringere Stampfamplitude und können auch eine höhere Geschwindigkeit erreichen. Einer der Hauptvorteile des Katamarans ist jedoch sein geringer Tiefgang, der es ihm ermöglicht, in flache Gewässer vorzudringen und so nah wie möglich an die Küste heranzufahren. Heute zeigen wir dir die 10 erstaunlichsten Militärkatamare der Welt. HSV 2 Swift. Das HSV 2 Swift ist ein gechartertes Hochgeschwindigkeitsschiff des Military Sealift Command der US Navy. Es wurde entwickelt, um Tests auf See durchzuführen und modulare Nutzlasten für die Minenbekämpfung zu unterstützen. Die HSV verfügt über 170 Schlafplätzen, Crew-Lagerräumen und 128 permanenten Sitzplätzen im Flugzeugstil sowie 122 temporären Sitzplätzen, die zu zusätzlichen Liegeplätzen für 87 Personen konfiguriert werden können. Im Juli 2015 wurde das Schiff von der United Arab Emirates National Marine Dredging Company geleased und für den Transport von Hilfsgütern durch die Mirage Bab al-Manbadab eingesetzt. Am 1. Oktober 2016 wurde das Schiff vor der Küste Jemens von den vom Iran unterstützten Houthis-Rebellen angegriffen und beschädigt. Das Schiff erlitt schwere Schäden am Bug, blieb aber schwimmfähig. Sea Shadow. Die Sea Shadow war ein experimentelles Tarnkappenschiff, das von Lockheed für die US Marine gebaut wurde, um herauszufinden, wie ein niedriges Radarprofil erreicht werden kann und um hochstabile Rumpfkonfigurationen zu testen, die bei ozeanografischen Schiffen verwendet wurden. Die Sea Shadow war als SWATH, Small Waterplane Area Twin Hull, konzipiert. Unter Wasser befanden sich zwei untergetauchte Rümpfe mit je einem Propeller, einem Heckstabilisator und einem innenliegenden Tragflächenprofil. Die SWATH-Konstruktion trug dazu bei, dass das Schiff in rauem Wasser bis zu Seegang 6, Wellenhöhe 5,5 oder sehr rauer See stabil blieb. Im Jahr 2006 versuchte die US Marine, die Sea Shadow an den Meistbietenden zu verkaufen. Die US-Regierung verlangte, dass der Käufer das Schiff nicht in Betrieb nimmt und es verschrottet. Das Schiff wurde schließlich im Jahr 2012 verkauft. Spearhead. Die Spearhead-Klasse ist ein von der US Marine geleitetes Schiffsbauprogramm, mit dem eine Plattform zur Unterstützung von Nutzern des Marine- und Heeresministeriums geschaffen werden soll. Die Spearhead ist ein Aluminium-Doppelhüllen-Katamaran mit 4 Dieselmotoren, rudimentären Einrichtungen für bis zu 40 Besatzungsmitgliedern und 312 Passagiersitzen im Stil eines Flugzeugs sowie einem großzügigen Flugdeck auf der Oberseite. Das Schiff kann kompaniegroße Einheiten der US-Armee und des US Marine Corps mit ihren Fahrzeugen transportieren oder zu einem Truppentransporter für ein Infanteriebataillon umgerüstet werden. Die Spearhead verfügt über ein Flugdeck für Hubschrauber und eine Laderampe, über die Fahrzeuge schnell auf das Schiff fahren und es verlassen können. Die Rampe ist für die in Entwicklungsländern üblichen kargen Molen und Kaimauern geeignet. Das Schiff hat einen geringen Tiefgang, unter 4,6 Meter. Shahid Nazeri. Die Shahid Nazeri ist ein Doppelhüllenschiff mit hohem Seitenverhältnis, das von der Marine, des Korps, der Islamischen Revolutionsgarden des Iran betrieben wird. Das Schiff ist nach Mohammad Nazeri, dem ersten Kommandeur der Marineinfanterie des IRGCN benannt. Es wurde von den amerikanischen Militärgeheimdiensten als Unterstützungsschiff HARTH-55 bezeichnet. Das Schiff ist 55 Meter lang und soll eine Reichweite von 10.000 Kilometern haben.
Mit seinem superschlanken Aluminiumrumpf kann es etwa 100 Soldaten befördern und hat auch einen Hubschrauber-Landeplatz für ein Flugzeug. Die Geschwindigkeit der Shahid Nazeri beträgt Berichten zufolge 52 Stundenkilometer. Im April 2017 deuteten Satellitenbilder darauf hin, dass Shahid Nazeri in einem operativen Marinestützpunkt am Hauptsitz der 1st Naval Region in Bandar Abbas verlegt wurde. Tuo Hiang. Die Korvette der Tuo Hiang-Klasse ist eine von Taiwan entworfene Klasse für schnellen bis zu 83 Stundenkilometer und getarnten Mehrzweck-Korvetten, die für die Marine der Republik China, Taiwan, gebaut werden. Es wurde entwickelt, um den zahlreichen und immer raffinierteren Schiffen der Volksbefreiungsarmee mit Hit-and-Run-Taktiken zu begegnen und zeichnete sich daher durch eine saubere obere Struktur mit sehr wenigen Strangpressprofilen aus, um die Radarsignatur zu verringern, durch vorgekühlte Triebwerksabgase, um die Infrarotsignatur zu reduzieren und durch eine reduzierte visuelle Signatur, um die Wahrscheinlichkeit einer Entdeckung zu verringern. Die Lenkwaffenkorvetten können mit einer Reihe von Munitionsarten bewaffnet werden, darunter Antischiffsraketen, Lenkmunition und Maschinengewehre. Die Korvette hat eine Volllastverdrängung von 567 Tonnen und kann eine Besatzung von 41 Personen aufnehmen. Project 23370. Die Boote des Projects 23370 sind für Such- und Rettungseinsätze an den Heimatstationen der russischen Marine und auf offenen Straßen sowie in Küstengebieten vorgesehen. Multifunktionale modulare Boote sind universelle katamaranische Plattformen mit einem großen Arbeitsbereich auf dem Hauptdeck und mit einer Reihe von abnehmbaren Spezialausrüstungen und technischen Geräten, die darauf installiert sind, auch als Teil von Containermodulen. Die Vielseitigkeit der Boote wird durch die Verwendung von abnehmbaren 3 und 6 Meter Containermodulen erreicht, die mit verschiedenen Ausrüstungen ausgestattet sind und mit Hilfe von Standardhalterungen auf dem Deck installiert werden. Rettungsmehrzweckboote dieses Projekts dienten in allen Flotten der Russischen Föderation. Insgesamt wurden mehr als 15 Boote dieses Typs gebaut. Chenggong. Die taiwanische Küstenwache hat eine neue Raketenkorvette, die Chenggong, in Empfang genommen, die im Osten Taiwans eingesetzt werden soll, um die Seerechte Taiwans und die Interessen der dortigen Fischer zu schützen. Die Chenggong, Rumpfnummer CG602, ist die zweite Korvette der Anping-Klasse. Schiffe dieser Klasse sind mit Siyung-Feng 3 und Siyung-Feng 2 Schiffsabwehrraketen ausgerüstet. Die Anping-Klasse ist eine Klasse von Offshore-Patrouillenschiffen, die von der Yongxin Shipbuilding Company für die Küstenwache Taiwans gebaut wurden. In Kriegszeiten werden sie als schnelle Angriffsboote eingesetzt. Sie sind in der Lage, über 80 Stundenkilometer zu fahren. Die Klasse basiert auf der Korvette der Tuo Hiang-Klasse der Marine der Republik China, verfügt jedoch nicht über das 76mm Hauptgeschütz und wurde für den Einsatz in der Strafverfolgung modifiziert. Kommuna. Die Kommuna ist ein U-Boot-Bergungsschiff, das im Dienst der Schwarzmeerflotte der russischen Marine steht. Sie ist ein Doppelhüllenkatamaran und wurde im November 1912 in der Putilow-Fabrik in St. Petersburg als Woltschow gebaut. Das Schiff lief im folgenden Jahr vom Stapel und wurde am 14. Juli 1915 in Dienst gestellt. Am 31. Dezember 1922 wurde sie in Kommuna umbenannt. Die Kommune diente der kaiserlichen und sowjetischen Marine sowie in der Marine der Russischen Föderation während der Russischen Revolution und zweier Weltkriege. Die Konstruktion des Schiffes war in der Tat einzigartig.
Dank des von der Putilov-Gesellschaft verwendeten Spezialstrahls ist der Schiffsrumpf auch ein Jahrhundert nach dem Stapelablauf noch in perfektem Zustand. Die Woltschow war nicht für die Kriegsführung konzipiert und hatte keine Waffen. Der Hauptzweck dieses Katamaranschiffs bestand darin, U-Boote zu bergen und sie in offene Gewässer zu bedienen. Combat Boat X-18. Das Combat Boat der Antanesa-Klasse ist ein von North Sea Boats gebautes und von Low Motion Design entworfenes Kampfboot für die indonesischen Streitkräfte. Der Hersteller bezeichnete es als Combat Boat X-18 CBX-18. Das X-18 verwendet eine Zweirumpfkonstruktion mit einem Verbundswerkstoff, der 10-mal stärker als Stahl, aber 10-mal gleicher als das gleiche Material sein soll. Dadurch ist das X-18 in der Lage, wendige Manöver durchzuführen und Kraftstoff zu sparen. Das Boot ist mit dem unbemannten Geschützturm Cockerill 3030 mit 30mm Autokanone und zwei 12,7mm Maschinengewehren ausgestattet. Das X-18 kann bis zu 60 Soldaten und 5 Tonnen Fracht befördern und ist mit 5 Mann Besatzung ausgestattet. In das Boot ist eine Drohne für Überwachungs- und Aufklärungszwecke integriert. Das Boot ist für die Nutzung durch die indonesische Armee vorgesehen. LCAT. Der LCAT ist ein Hochgeschwindigkeitsseeanschluss für amphibische Operationen in den Bereichen Militärlogistik und Katastrophenhilfe. Das hochmobile und manövrierfähige LCAT Ship-to-Shore Hochgeschwindigkeits-Seeverbindungsgerät gewährleistet die schnelle Verlegung von taktischen Einheiten bei amphibischen Operationen, die von NATO-Bordecks aus durchgeführt werden. Das LCAT ist mit anderen Landungsbooten verbunden. Der LCAT kann entweder einen vollmotorisierten Infanteriezug mitsamt Fahrzeugen und Ausrüstung, einen einzelnen schweren Kampfpanzer oder 80 Tonnen Militär- oder Katastrophenhilfsausrüstung einsetzen. Das Schiff ist seit 2011 bei der französischen Marine und seit 2016 bei der ägyptischen Marine im Einsatz. Es beweist jeden Tag seine Fähigkeit, die Streitkräfte weltweit bei militärischen und zivilen Hilfseinsätzen zu unterstützen. Das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welches der Schiffe euch am besten gefallen hat. Klickt außerdem auf den Gefällt mir-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos mehr verpasst.